Richtig dreist, wie diese fünf Produkte als gesund beworben werden, obwohl sie das komplette Gegenteil sind. Nummer 1. Nesquik Schokomüsli von Nestle tut so, als wäre es total gesund, wirbt mit Eisen und Kalzium und Vitaminen und mit Vollkorn, aber es besteht zu einem Viertel aus Zucker und ist kein gesunder Start in den Tag. Nummer 2. Der Traubenzucker von Dextro Energy tut so, als bräuchten wir diesen Traubenzucker, um geistig leistungsfähig zu sein und körperlich richtig gut abzugehen. Aber wer regelmäßig hohe Mengen Zucker zu sich nimmt, wird dadurch nicht leistungsfähiger. Das erhöht höchstens das Risiko für Diabetes. Nummer 3. Ferdi Fuchs Mini Salami tut so, als wäre es ein Wunderheilmittel für die Kindergesundheit. Hier vorne drauf wird es beworben mit Vitaminen und Kalzium, soll gut sein für das Immunsystem, ist aber in Wirklichkeit eine viel zu salzige, viel zu fettige Wurst, die alles andere ist als gesund. Nummer 4. Kultgetränk Ovomaltine wirkt mit richtig vielen Vitaminen und soll uns die tägliche Energie geben für Leistungsfähigkeit. Es ist und bleibt trotz Malzgeschmack eine Süßigkeit und kein ausgewogenes Produkt. Und zu guter Letzt, Milsa Plus Vollfit Joghurt Drink wirbt mit Kalzium und Vitaminen, soll gut sein für Knochen und Zähne, aber so ein zuckriges Joghurtgetränk macht höchstens Karies und Vollfit macht eher Vollfett. Richtig dreist, wie die Lebensmittelhersteller uns Gesundheit vorgaukeln, wo viel zu viel Zucker, Fett und Salz drin enthalten sind. Findet ihr diese Lügen genauso dreist wie wir? Dann unterschreibt jetzt unsere Protestaktion an die 5 dreistesten Hersteller.